Bom, bom. Yeah. Ist gut. Ja, Mann. So, ja, dann machen wir es kurz und schmerzlos heute. Heute zusammen. Hey. Für die zuhören, für die zuschauen, heute haben wir den Grey da. Für die ihn nicht kennen, ein Schweizer Rapper. Ja, genau. Und ja, keine Ahnung. Man kennt ihn irgendwie. Also, wie gesagt, ich kenne dich schon. Jetzt hast du 1-2 Jahre. Ja, schon. Und ja, hast du gesagt. Schön bist du da. Danke schön. Nice. Mega gern. Wirklich dope. Ganze. Ja, Möglichkeiten sind geil, muss kommt, ich sagen. Es kommt, Mensch. Das ist nice, Mann. Das ist nice, Mann. Gute Entwicklung. Wie geht's dir? Ja. Bist du zu Wege abgesehen vom Kater? Ja, gut, gut. Nein, alles gut. Alles schon gut. Ein bisschen müde heute, aber so scheiße. Hm. Bist du ready für die tiefen Gespräche? Mhm. Ja, die mache ich doch gerne, ja. Fix. Schau mal, ich habe mich so. Das Erste, was ich bei dir noch im Kopf kam, bevor das mit uns so ein bisschen zustande kam, ist überhaupt. Irgendwann hast du mal Posen gehabt, die Tage so. Keine Ahnung, vielleicht bist du ein bisschen hässlich gewesen oder was weiß ich, aber dann hast du irgendwie so gesagt, ja, dann bin ich halt der alte frustrierte Rapper. So. Aha. Ja, schon ein bisschen, gell? Ist das. ich weiss den Kontext nicht mehr gerade, aber das ist mir so, das ist mir so hängen geblieben. Was ist das genau? Ja, was look, genau gewesen? Ich würde es ein bisschen besser zusammenfassen als in einer Story, yeah. Weil halt in einer Story vielleicht vergisst ich. Vielleicht bist du jemand, der mega emotional ist, wie ich, und gerade schreibt. Ja. Fuck everybody, weißt du. Aber das Ding ist eben so, man, keine Ahnung. Also ich merke so im Schweizer Rap, ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, weil ich habe nichts mit dieser Szene zu tun, aber so, keine Ahnung, wenn jemand etwas macht, er wird alles für sich, weißt du. Nur ich sollte die Streams sagen, ich dass ich nicht release gleichzeitig wie andere und so. Das ist ein ganz ungesundes Schema, das die Leute haben, weißt du? Ja. Und keine Ahnung, man, das ist wichtiger geworden als Kunst selber, denke ich so. Und das schießt mich aber auch, weißt du? Ja. Das regt mich brutal auf. Und was bringt es mir, also was bringt die Szene schlussendlich, wenn ich in der Hitparade dritt bin und der Rest sind so Pop-Alben, weißt du? Das bringt gar nicht. Nee. Ich bin lieber 10 in der Hitparade, aber über mich sind 9 Rap-Alben. Dann finde ich, dann haben wir es geschafft. Weißt? Aber aktuell ist es nicht so. Aber irgendwie so. Also spielst du mehr so auf den gegenseitigen Support, der nicht dumm ist, oder was? Oder. Man, nicht nur. Nicht nur. Weißt, Support. Was heißt Support? Ich meine, von vielen Schweizer Rap-Alben, ich kaufe die Alben, aber ja. Ich sag's nicht. Ja, ja. Sagt nicht von wem und so, aber ja, kauf's, Bro. Weißt, Kultur ist wichtig für mich eigentlich, mhm. Im Endeffekt, und nicht etwas anderes. Und ja, eben. Weil irgendwie auch so ein das Gefühl, das ist so ein bisschen die Schweizer Rap-Szene. Man hat schon so seine Connections, so. Jeder kennt schon, viele kennen viele, aber gleichzeitig ist es doch irgendwie noch ein bisschen mehr gegeneinander als miteinander. So. Oder das, was die Leute zumindest an mich sagen, so. Weißt du, was ich meine? Es ist so. Es ist eine Szene, die noch nicht so reif ist, glaube ich. Eigentlich. Ja. Im Vergleich von eben Frankreich, Deutschland, USA. Ich habe das Gefühl, so wirklich im Ausland, jeder macht Sound mit jedem. Weißt? Und das Ziel bei denen ist wirklich, alle zusammen den Top 10 ficken. Weißt? Ja. Aber das ist ja auch noch nicht lang. Also, jetzt gerade zum Beispiel in Deutschland, das ist auch gar noch nicht lang so. Oder? Man, ja. Also, wenn du noch, weißt, wenn du noch 5 Jahre zurückgehst, es ist. Ja, recht Beef-mässig. Ja. Aber das haben wir auch nicht in der Schweiz, weißt du? Ja, ja, ja. Das macht es nicht interessant. Ja. So sich gegenseitig nicht helfen, so, weißt du? Ich meine, schlussendlich, wenn die Beef machen, mit richtigen Tracks, so, weißt du? Das ist geil. Weißt, das ist wie ein Battle schauen, eigentlich. Aber nicht einmal das haben wir. Ja. Ah ja, aber könnt das wäre kontraproduktiv. Also ich hätte lieber so Diss-Tracks von Schweizer Rapper als gar nicht. Ja, voll, ja, aber Diss-Tracks kann man irgendwie auch nicht vorstellen. Also weißt du, wenn es nur auf Rap-Ebene ist, also, wer rappt besser als der andere, dann fühle ich schon. Aber wenn es so persönlich wird wie, ja, so wie die Bushido-Flair-Geschichte und so, das nicht, weißt du. Aber ja, nein, nicht einmal Nas und Jay-Z kannst du vergleichen, weil dort ist auch, hat auch persönliche Geschichten drin und so, aber schlussendlich, ja, die sind doch Homies geworden und Tracks zusammen gemacht und solche Sachen.
Aber ich glaube, die Schweiz ist fast zu klein für Beef, ne? Ja, weil wir kennen uns alle. Ja, und, ja. In 2 Stunden bin ich bei dir vor der Haustür, wenn ich will. Weißt? Ja. Aber ja. Ja, es ist halt wirklich ein mega egoistisches Game. Was ich auch verstehe, weißt? Ich meine, es kommt nicht jetzt ein Zen und zahlt meine Produktionskosten, weißt du, was ich meine? Ja. Es ist, vor allem, es ist teuer, Musik machen. Ja. Auch ich nicht. Und ja, keine Ahnung, man. Also ich finde, mehr Kollaboration und so sollte entstehen. Interkantonal auch, so Sprachen und Sachen. Ja. Aber das ist halt, was ich mir wünsche von der Schweizer Rap. Ja, fix, ja. Das dass wir mehr als ein Movement uns bewegen, weißt du? Aber die grosse Frage ist eigentlich, wieso ist das eben nicht so? Das ist ja eigentlich... Schau, dass der Schweizer Rap so oft chartet jetzt, gibt es nicht lange eigentlich. Ich glaube, nicht, dass wir eben verspätet sind im Vergleich zu anderen Ländern, aber doch, schon ein bisschen. Ist schon ein bisschen mal. Aber ist auch okay, weißt du? Ja, ja, du, jedes Land braucht seine Entwicklung, ganz klar. Na ja, klar. Aber ja. Was für eine Rolle siehst du dich so? So ich? Ja. Wow, ich bin niemand, Mann. Ich bin niemand. Halt, keine Ahnung, Mann. Der Geheimtipp bin ich eigentlich. So. Ja. Wie es mal das Lyrics Magazine geschrieben hat. Ja, Lyrics Magazine hat auch geschrieben, der Lieblingsrapper von deinen Lieblingsrapper. Kasi. Bist du? Kasi. Kasi. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich bekomme nicht viel Feedback von Rappers, die ich nicht kenne oder so, weißt du. Und viele Leute, die ich mit denen arbeite, ich habe so einen persönlichen Bezug auch zu ihnen. Ich habe sie schon getroffen oder ich kenne sie von jemand anders, es ist anders, weißt du. Ja. Aber sonst Leute, die ich mit denen nichts zu tun habe, haben mir nicht Props gegeben, direkt oder so. Was auch okay ist, weißt du, scheißegal, ja. Aber... Aber niemand ist jetzt vielleicht auch ein bisschen untertrieben, meinst du nicht? Also weißt du, so... Du bist auch der Typ, der zu Radios eingeladen wird und was weiß ich. Du hast doch schon die ein oder andere, das ein oder andere Interview dürfen geben können, machen, dies, das. Also irgendwie bist du schon vernetzt zumindest. Ja, aber ich mache es nicht, um eben Connections zu haben, um davon zu profitieren oder so. Mir geht es eher um etwas Neues zu machen, weißt du? Ein Radio, Live-Rappen oder da kommen. Etwas Neues, weißt du, neue Erfahrung ist geil eigentlich, so für mich. Weißt. Darum gar nicht so Sachen halt, ja. Also gut. Ja, es ist nur aus Neugier meistens, weißt du, die Sache. Ja. Ja, ich finde, du kannst immer etwas lernen von jemand anders. Ja, fix. Voll, das sowieso. Du bist nie ausgelernt im Leben, so gesehen. Ja. Ich kann im Zuge der Vorbereitungen. Ist mir aufgefallen, wieso sind so ältere Sachen nicht verfügbar bei dir? So Spotify und so. Nur so der 2019-Shit, alles vorher ist weg. Aha. das ist... Ich kann mich noch erinnern, dass die eine Grey-EP damals, die habe ich noch gekauft und alles. Und jetzt habe ich die wieder suchen und so. Die ist weg, ja. Ist weg. Ja, ich habe, soll ich sagen, wenn ich ein neues Album gemacht habe, ich muss sagen, es ist ja so vom Soundtechnik, also soundtechnisch ist viel besser. Mhm. Ist viel besser abgemischt und gemastert und sonst. Und mich hat es auch geschissen, das alte Zeug hören. Und sehr eben, impulsiv und emotional habe ich es einfach gelöscht, die beiden EPs. Einfach Plattformen. Weil die Ansprüche nicht mehr, also deine jetzigen Ansprüche sind zu hoch gewesen. Ja, voll. Okay, cool. Obwohl es im Nachhinein dumm war, finde ich. Weil es ist schon geil, wenn du also den wirklich von einem Künstler siehst. Voll, also, ne? Ich würde es wieder aufladen. Sure. Schon gut, ja, ja. Ja, ja. Also auf iTunes und alles. Die ersten 2 EPs, ja. Voll. Aber einfach so impulsive Handlungen in dem Fall. Machst du das noch oft? Bist du ein der Typ, der immer gerade so impulsiv. Ja, kommt darauf an, was genau läuft und wie es mich trifft, weißt du? Ja. Dann reagiere ich schon schnell. Ja. Aber auch also außerhalb von der Musik, was weiß ich. Eher mal so, was soll ich sagen, Kurzschlussreaktion, so mäßig.
Aber schau, im persönlichen Leben habe ich nicht so Sachen, die mich stressen oder so, oder die mich aufregen. Ich bin ja mit Leuten unterwegs, die ich gerne habe und die mir gut tun und so. Darum, nein, eigentlich nicht. Es ist schon krass, wenn Musiker letztens regt mich mehr auf, als mir Freude eigentlich. Und das ist, ja. Wegen? Ja, ich sehe viel mehr Sachen, weißt du? Also ich merke viel mehr, ich werde älter auch. Ja. Meine Augen sind offener. Ja. Also was regt dich denn auf? An deiner Musik oder was? Nein, nicht an meiner Musik, nein, sondern an wie das ganze Movement sich bewegt halt. So wie ich vorher gesagt habe. Es fällt zusammen halt, weißt du? Ja. Das, was ich im Privaten habe, sehe ich nicht. So der Schweizer Rap-Szene. Ja. Und es ist schade, man. Wir könnten so viel mehr daraus holen. Ja. Aber ich glaube, es gehört zu der Entwicklung, weißt du? Auch am Anfang in Amerika hat jeder in seinem Ecke seinen eigenen Sound gemacht und hat sich nicht vermischt, so, weißt du? Ja, voll, ja. Ja. Machst du denn auch aktiv etwas dafür? Dass es ein bisschen offener wird und alles. Also weißt, bist du der, der dann irgendwie mal hey, mach mal etwas, hey, was weiß ich, vielleicht mal öffentlich sagen, hey, der und der, geiles Album droppt, so. Wo jetzt nicht gerade so aus deinem Kreis ist, weißt du, so. Ich gebe mir alles von Schweizer Rap. Alles, alles. Hm. Los drei, wenn es geil ist, dann ist es teilen. Hm. Immer, meine Story. Ja, wir finden, da sind so viele Künstler, die geil sind und vielleicht verpasst ich jemanden. Ich sehe die Story von irgendjemandem, der mein Kollege hat released und so. Ich so, okay, ich gehe schauen, weißt du. Ja. Wer weiß, vielleicht finde ich etwas Geiles. Wenn ich es geil finde, gerade teilen. Ja, ja, ich habe es auch gerne, wenn jemand bei mir meine Tracks teilt und ja, ich kenne den nicht. Ja. Weißt, darum, das sollte ich auch machen, finde ich. Ja, voll, weißt? Voll. Aber das ist ja das, was eben viele nicht machen, oder? Also, wenn sie es dann überhaupt hören, aber dann sich also einfach nicht teilen dann so, oder? Ja, ja. Ja, nicht, dass ich den Cosign brauche von irgendjemandem. Ja, ja, so, klar. Also, klar. Aber ich denke... Zeigen wir uns gegenseitig Liebe, man. Weißt du, dann Leute denken, wow, die haben voll zusammen, die sind voll so wie ein grosses, alte Milan-Team, weißt du? Ja. Aber irgendwo durch ist vielleicht auch einfach die Szene einfach wirklich einfach noch zu wenig weit oder zu wenig gross. Im Sinn von... Zu wenig gross. Es hat 3 Milliarden Rapper in der Schweiz. Ja, weißt du, aber auch für als Zuhörer so. Mm. Dass du halt nicht auf einem Level bist, wo... Wenn ich jetzt irgendetwas höre, okay, das ist geil, aber irgendwie... Ich teile es dann doch nicht, weil... So sehr interessiert es mich auch wieder nicht. Weißt du, so alles rundum ist irgendwie grösser und interessanter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Gut, das Ding ist eben so... Wenn ich auch einen Künstler höre... Ich muss mich auch irgendwie nicht mich damit identifizieren, weißt du, was er macht. Ja. Und es gibt tatsächlich Künstler, wo ich mich null damit identifizieren kann. Und die würde ich niemals teilen und denen würde ich nie die Hand geben oder so. Weißt du? Es ist nicht meins. Es ist überhaupt nicht meins. Und soll ich sagen, das kann ich als Beispiel bringen. Vor allem, dass Humor, Rap, Karikatur von Rap machen, Bünzli Beats und so, das habe ich überhaupt nicht gern, zum Beispiel. Ja. Und wirst mich nie gesehen, so etwas da. Weißt? Aber Leute, die wirklich so zum Beispiel mega intelligente Texte können schreiben oder voll Bars sind oder mega melodisch sind, weißt du, da bin ich dabei, man, da support ich fix. Weil das ist geil, weißt du? Ja, voll. Dann das andere, wo sagen wir so, das Lächerliche zieht. Voll, voll. Das Rap, wo... Ich hasse das auch. Alter, das ist meine Kultur, seit dass ich acht Jahre alt bin, weißt du? Ja. Nein, Mann, das unterstütze ich gar nicht, weißt du? Das, ja, du machst uns lächerlich, weißt du? Und da bekommst du noch so viele Klicks und so. Voll. Hör auf, Mac. Ja, ich finde das auch ganz... Ich weiß nicht mehr, wie die Leute heißt, so... Seppli MC und alles so Sachen. Ich könnte durchdrehen, weißt, weil ich so Sachen höre. Aber wiederum machen sie eben auch... Er verteilt Capri so am Halben, Bro. Ja? Ja, ja. Bro. Aber ich glaube eben auch so Leute machen die Szene grösser. Auch wenn ich hasse es und ich hasse es und ich schaue es nicht, aber... Es, niemals, Mann. Es fördert Reichweite, habe ich das Gefühl. Weißt du? Ja, schau.
gar nicht. So Sachen wie Native und Bud Spencer, das Album, das sie zusammen gemacht haben, einer, der Franz rappt und auf Schweizerisch. Das macht die Szene grösser. Weißt du? Ja. Seppli zieht es ab, sorry. Seppli zieht es ab. Ja. Macht es auch mittlerweile seit 10 Jahren so Humor-Scheiß. Mann. Das habe ich nicht gerne. Ja. Hart nicht. Ich verstehe mich nicht falsch, ich bin auch gar kein Fan von ihm. Ja. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, sie. Wieso? Gibt es ein Beispiel? So, was ich gehört habe von anderen Rappern, die mit ihm zu tun hatten, er ist schon korrekt und so. Ja. Der Mensch selber wird ihn nicht verurteilen, ich kenne den nicht. Aber nur schon, wenn die Kunst nicht geil ist, dann kann man nicht einmal die Hand geben. Weißt du? Dann glaube ich, so, wirst du es gut merken an meine Körpersprache, denke ich so. Ja, kann mir keine Capri-Sonne schenken am halben Kollegen. Ja. Ja. Ja, weißt du, aber ich meine, es zeugt ja vielleicht sogar von einer gewissen Relevanz von etwas, dass Leute das überhaupt parodieren. Weißt du, was ich meine? Und aufgrund von dem gehören vielleicht auch nicht nur Hip-Hop-Hats und kommen dann irgendwie auch ein bisschen, auch wenn es über. Wie soll ich sagen? Das funktioniert vielleicht in der Comedy-Szene, weißt du? Aber wir reden von Musik. Ja. Hast du Schweizer Künstler, die Rock oder Pop machen oder sonst die andere Genre, die eben besser laufen in der Schweiz, die das in Lächerliche ziehen? Niemals. Habe ich nie gesehen. Ja. Und ja, in meinem Kreis hören alle nicht das gleiche, aber also der Deep House Scheiß, meinst du, die machen da so Beats, die drinnen führt, sagst oder so? Weißt du, was ich meine? Das ist genau der gleiche Humor schon. Ja. Das machen sie nicht, Mann. Aber hat, wieso hat, müssen wir das machen? Hat Moneyboy im Endeffekt ganz am Anfang nicht auch das Gleiche gemacht? Und Moneyboy ist einfach schlecht. Es ist eben nicht ganz gleich. Aber weißt du nicht, der Moneyboy hat schlussendlich auch polarisiert und Leute einen Blick auf eine Szene gegeben. So. Ja, aber Alter, von meinen Leuten, ich habe noch nie jemanden gehört, wow, lande neue Moneyboy-Track lauf im Auto. Ja. Das sowieso nicht. Mm. Fix nicht. Aber einfach so, dass das Ganze grösser wird. Ich habe das Gefühl, die gehören schlussendlich auch also dazu. Also Deutschrap hat kein Moneyboy gebraucht. Dass etwas wächst. Deutschrap hat kein Moneyboy gebraucht, finde ich. Zum mehr Mainstream werden. Gar nicht. Also schon andere Rapper, die es schon Mainstream gemacht haben. So. Und sonst auch Rapper, die eher so poppige Sachen gemacht haben. Aber Bowser zum Beispiel, was du lieber nennst, heißt es, oder? Bro, riesen Track eigentlich. Ja, mehr so Pop-Schlager richtig fast, würde ich sagen, aber es ist ein mega positiver Track eigentlich. So, weißt? Mega Melodie, geile Beat, ja, voll, geile voll. Videokonzept. Und so Sachen machen aber Rap gross, finde ich, weißt du? Nicht der Moneyboy oder der Seppli. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, du musst immer lachen, wenn ich Seppli sage. Ja, normal. Aber bis es eben. Bis zu so einer Sache wie Bowser kommt, geht es ja auch einen Moment. Das ist der Bushido früher. Okay, Bushido ist ein spezieller Fall jetzt. Aber früher hat er ja mit dem Karel Gott ein Lied gemacht. Nein, und Leute, die nicht aus der Hip-Hop-Kultur an den Sau geworfen im Rap, weißt du? Ja. Geht ja auch ohne das Lächerliche zu ziehen. Ja, weißt? Normal. Wie gesagt, ich bin auch gar kein Fan von dem, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gehört irgendwie einfach gleich auch ein bisschen dazu. Also. Ich weiß nicht. Kann sein, aber für mich nicht. Ja, jeder hat seine Meinung, seine Tastes und so, aber für mich hört nicht. Man. Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Ich feier das auch komplett nicht, wenn halt so Leute einfach so kommen, so, hey, yo, was geht ab? Das ist einfach so schrecklich. Das ist einfach. Das ist Katastrophe. Ja, das ist einfach grusig. Und das haben sie lange überall gemacht, auch in Deutschland. Und so. Ja, irgendwelche Pocher, Mann, hat so etwas gemacht. Ja, genau. Aber, alles so reden Sachen. Wir noch drüber. Richtig. Seid ihr bitte, lass mal das Video von Oliver Pocher laufen, wenn er rappt. Ja, logisch nicht. Aber das hat er, das will er ja auch nicht. Ja, aber. Nein, also das muss weg von Rap. Humor-Rapper, wo Rap nicht ins Lächerliche zieht. Easy. SSIO zum Beispiel. Perfektes Beispiel. Wenn du schon lustig sein willst, dann bring Bars, Mann, weißt du? Nee. Du musst gut technisch sein oder irgendetwas, weißt du? Aber nicht einfach da, weißt du? Also, nein, Mann.
Nein, Mann, das ist voll nicht Hip-Hop. Gar nicht. Gar nicht. Wie weit, inwiefern, dann, eigentlich hast du jetzt gesagt, Hip-Hop wird grösser, wenn wir uns auch mit anderen Genres mischen und offen sind für alles so, oder? Habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ah, oh, ja. Also, was ja auch effektiv so ist. Mhm. Wiefern machst du das? Ich habe nicht so viele Möglichkeiten wie andere Künstler so gesehen. Aber schon in meinem Album hast du präsent 5 Sprachen schon, weißt du? Ja. Du hast einen Part auf Albanisch gemacht. Ich mache einen Hook auf Italienisch. Da ist ein Hook noch auf Englisch und Parts auf Schweizerdeutsch. Das sind effektiv auch die Sprachen, die ich kann, weißt du? Ja. Das war mir wichtig, so zu nicht tun. Und, keine Ahnung, der Benuel zum Beispiel kommt eigentlich so voll nicht von meinem Rap-Schema. Gar nicht, überhaupt nicht. Wir sind nicht so ähnlich so Künstler mit dem Profil, oder? Mhm. Aber wir haben einen riesen Track zusammen gemacht. Weißt? Das ist wirklich best of both worlds in einem. Voll, ja. Es harmoniert mega. Ja, eben. Und das ist zum Beispiel dein Beispiel. Und ich zweifle eh nicht, Leute nehmen, die gar nicht so Rock machen da. Oder eher poppig. Ich würde poppige Lieder machen. Fix, direkt. Sobald es wirklich mich musikalisch weiterentwickelt. Ja. Ich bin sofort dabei. Und würde auch machen. Würde auch machen. Ja. Aber suchst du es aktiv oder ist es mehr, wenn kommt, dann kommt so? Beides. Ich schaue immer wieder neue Künstler und so. Ja. Und ja, keine, wenn ich auch unterstützen kann mit einem Cover machen oder sonst Tipps geben oder das habe ich schon alles gemacht für junge Künstler. Ich glaube, so irgendein YouTube-Video musste ich für jemanden exportieren, weil es der Person irgendwie der Sound nicht richtig rausgekommen ist. Mhm. Habe ich geschrieben so auf Insta, hey, schick mir den Track, ich mach's dir schon. Weißt? Dann habe ich gemacht. Ich helfe immer wieder jemanden so und sonst vom musikalischen heran ist nicht so viel gemacht in meinen letzten Tracks. Aber das nächste Zeug, das kommt, ich will nicht so viel verraten davon, aber wird mehr Diversität da. Ja. Viel, viel, viel mehr. Ja. Ja. Ist das die End? Ist das das, was das nächste Woche kommt, oder was? Weiß nicht, Mann. Was ist das, was du da postet hast? Aha, was ist das genau? Was denkst du? EP, Album, irgendetwas? Kann schon gut möglich sein, ja. Oder etwas auch, was ich vielleicht nie gemacht habe. Oder lange nicht gemacht habe. Who knows? Who knows? Willst du dich noch bedeckt halten? Ja, schon ein bisschen, ja. Schon, ja. Mhm. Ich habe schon ein paar Zeichen gegeben gerade, aber ja, ihr werdet dann sehen. Also gut. Wenn du geplant hast, plus minus? Hm? Wann ist das geplant so? Plus minus? Das Jahr. Ja. Das Jahr. Ja. Ja, ja. Easy. Ich habe mir etwas Grosses vorgenommen, aber schauen wir dann noch etwas anbringen. Ja. Hast du jetzt nach dem Album ein bisschen Pause gemacht, musikalisch so? Ja. Musik machen? Ja, nicht gebraucht, ja. Ja. Jetzt hast nicht gebraucht, weil ich habe so viel Zeit im Studio verbracht letztes Jahr. Schlimm. Schlimm. Für 10 Tracks eigentlich, weißt du? Aber also ich habe mega geschaut mit dem Mondetto wegen der Beats und so. Sonst eben die Gäste, die ich gewählt habe. Und beim Schreiben vor allem. Ich habe mir wirklich bei diesem Projekt hohe Mühe gegeben. Wirklich. Aber das Multisilbe, Workplace und so. Wirklich bin on top gewesen, glaube ich, so lyrical. Also ich habe nie etwas Besseres gemacht auf dem Album. Nie. Also dann hast du von Anfang an, eben schon beim Schreiben hast du voll mega Zeit genommen und dann nochmal geändert oder was weiß ich. Ja, voll. Ja. Recht viel, ja, gewisse Texte. Schnell geschrieben, weißt du, aber dann ein paar zehnmal wieder geschrieben. Ja. Und sonst so Sachen. Dafür Paare sind mega spontan entstanden. Ja. Hast du mehr als 10 Songs gemacht? Oder hast du einfach so? Es sind 10 Songs gewesen. Ja. Fertig. Also hast du auch nicht mehr irgendwie gemacht und nachher noch verworfen oder so? Nein, gar nicht. Gar nicht. Das sind wirklich die 10 gewesen. Ja. Und so Mixmaster, bist du dann auch noch beteiligt gewesen, oder hast du dann da gesagt, da bin ich draußen so? Da bin ich draußen. Mix hat den Mondetto gemacht und Master hat den CD gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du kennst das. Nein, das sagt man nicht. Ja.
Er war Beatbox-Weltmeister vor mehreren Jahren. Okay, krass. Schweizer Meister mehrmals. Und ja, mittlerweile hat er gelernt wie Master und er macht es gut. Und dort Master, das die Hälfte von Schweizer Rappen, glaube ich, aktuell. So. Ja. Ja. Und er macht es gut. Er macht es mega gut. Easy. Und jetzt hast du in dem Fall langsam wieder angefangen mit Musik, oder? Ja, ich habe angefangen auch Beats zu machen. So Anfangs Dezember habe ich mich vertieft drin. Ich habe schon gewusst, wie das geht und so, aber irgendwie keine Idee gehabt. Ja. Also hast du vorher noch gar nie Beats gemacht? Hast du so bei null so ein bisschen angefangen? Ich habe gelernt, wie die machen. Ja. Aber ich habe keine tatsächlich gemacht. So, ja. Und mit was machst du? Logic und Fruity Loops. Ah, mit beiden? Ja. Je nachdem, auf welcher PC ich bin, sage ich so. Wir haben eben zwei Studio. Ja. Letztens bin ich mehr auf Logic am Arbeiten, ja, wenn ich ehrlich bin. Und ja, dann habe ich eben vor ein paar Wochen so wie einen Klick gehabt. Ich habe eine Operation an der Zunge und zwei Wochen lang konnte ich nicht richtig reden. Ja. Ich konnte nicht einmal können arbeiten wegen dem, weil ich viel telefoniere eigentlich. Mhm. Und ich hatte ein bisschen Zweifel, wenn ich fange dann anders zu reden oder so, nachdem ich die Fäden rausziehen oder so. Ich habe Panik gehabt, Kollege, wenn ich mein Herz, Mann, ist nicht so. Bro, das hat mir wehtan, Mann. Wirklich hart. Ja. Hast du dann in dieser Zeit angefangen, Beats zu machen, oder was? Also in diesen zwei Wochen dann habe ich voll Beats gemacht, von morgen bis abend. Ja. Bis es mir dann so wie ein Klick kam, ich schaue, schau, eigentlich schaffe er zuerst so also auf die Melodie zuerst und dann haust du Drums hin. Keine Ahnung, es ist jetzt viel intuitiver, so weißt du. Ja. Aber das ist eh nochmal komplett eigene Welt, nicht? So Beats machen, produzieren und so. Es ist mega. Wie soll ich sagen? Das macht dich mega happy, weißt du? Ja. Viel mehr als Tracks schreiben oder machen. Viel mehr. Bist du schnell reingekommen? Oder hast du schon ein bisschen Basics können oder so? Aber Basics habe ich können, ja, weißt, aber ich habe nie so richtige Idee gehabt. Und sonst, als ich ein Produzent war, habe ich ab und zu können sagen, ah, schau, die Melodie und so wäre geil. Und dann die so, weißt du, so gemacht. Und dann der Produzent, okay, easy, ich probiere mal so. Und dann ich, ja, voll so. Und wahrscheinlich der Produzent hat gedacht, hey, ich habe nicht gecheckt, was er gemeint hat. Ja, aber ja, ist happy, easy. Ja. Hast du dich halt nicht so verständigen können? Und jetzt kannst du es selber machen? So jetzt kann ich es selber machen, ja. Ja, ja. Und eben vor allem gute Samples finden und so. Und dann etwas zusammenbasteln. Ja. Ist es Ziel, dass du irgendwann alles komplett selber machst? Von Beat bis Video? Wieso nicht? Wieso nicht? Ich meine, Covers mache ich ja, schreibe auch, rappe auch, Beats bist du da. Videos könnte ich auch machen, aber ich muss mich ausrüsten, richtig. Ja. Dann nur ein PC für das und fertig. Kein Internet drauf, nichts. Einfach für Videos, sagst du. Und ja, dann würde ich sagen, bin ich schon recht komplett. So, weißt du, weil jeder Aspekt, wo ich bräuchte dann für Rap. Nein. Ja. Aber ist das auch das Ziel, dass du, also sagen wir, dass du 3 Jahre so dort bist an dem Punkt? Oder? Es ist nicht so als Ziel. Nein. Aber die Lust ist schon da, weißt du, dass können zu anbieten für mich schon. Weißt, dann, wenn ich merke, ich könnte Kunden haben damit und so, dann fix. Weißt du, wieso nicht? Nein, ja, sicher. Ja. Könntest, wirklich perfekt ist. Kannst teilweise von dem leben und 50% schaffst du noch. Weißt? Dann hast du so wie 2 kleine Löhne. Aber mit 2 kleinen Löhnen, sage ich so, dann hast du im Endeffekt einen guten. Weißt? No. Warum nicht? Ja, ja, ja. Ein Steuertrick, weißt du? Sag jetzt nicht dumm. Und jetzt hast du auch mal vor, deine eigenen Beats zu berappen oder so weit bist du noch nicht? Ja, voll. Aber hast du schon gemacht oder gar noch nicht? Ich habe darauf geschrieben schon. Ja. Auf Partner. Ich muss mal im Studio testen jetzt. Ja. Aber schon komisch auf die eigene Beatrap irgendwie. Wieso? Das ist etwas anderes. Du hast wirklich alles gemacht, so weißt du? Ja. Auch wenn es nicht so ein mega bedeutender Track ist, man. Es ist mega persönlicher
Produkt, so, weißt du. Mhm. Du hast alles gemacht, von A bis Z. Ja. Mal schauen. Mal schauen, wie ich auf den drauf rappen werde. Ja. Nimmt mich Wunder. Ja, voll, ja. Ah. Ja, aber es ist, kann man schon vorstellen, ist schon mal etwas anderes. Wenn du halt wirklich, dann hast du komplett alles selber gemacht. Und das ist schon. Ja, ja. Das ist. Ja. Wir werden es hören. Ja, ja. Wir werden es hören. Voll. Ich habe mir da noch so ein kleines Ding gemacht. Einfach mal, um dich so ein bisschen kennenlernen. Wie tickst du, was weiß ich. Was ich übrigens auch muss sagen, so. Ich folge dir ja schon ein bisschen länger und so und dies, das. Musik habe ich immer gewusst, okay, ich verstehe eh kein Wort so, aber der Flow, der Vibe, alles nice, oder? So die Grundstimmung. Aber ich habe immer so gedacht, ja, aber ich glaube, er ist einfach ein geiler Sieg, weil so. So die politische Einstellung und so, so schon mal auf der richtigen Seite. Er sagt auch regelmäßig etwas zu so Sachen und so. Habe ich immer schon ein bisschen gewusst. So. Dort ist schon mal in die richtige Richtung. Ja, ja, das ist richtig, ja. Aber du schaust auch, gerne darüber reden, so, oder? Ja, schau. Oder wie, ja. Ich habe nicht eine enorme, aber ich habe eine kleine Reichweite, oder? Und sobald du so eben Leute kannst, so ansprechen, so, das ist eine riesige Verantwortung eigentlich. Ja, ich höre auch viel von Rapper im Ausland, so la, ja, nein, ich mache Gangster-Rap und so, aber ich bin nicht verantwortlich für was deine Kinder damit machen, so, doch, du bist es eigentlich. Ja, sobald du Leute kannst erreichen, du musst schon schauen, welche Message du rauslässt, weißt, oder welche Person auch. Ja, ich weiß nicht, heikles Thema so. Darum ich schaue, also für mich ist es ja so. Ja. Ich finde mich verantwortlich für was ich sage und mache. Ja. Und darum schaue ich auch, dass ich, was ich für richtig halte, auch poste. Ja. So. Menschlich, man. Ja, normal, ja. Ja, ich muss mich nicht. Ich muss nicht so, keine Ahnung, so wie einen Charakter erfinden oder so. Grey ist Dennis und Dennis ist Grey, weißt du, genau das Gleiche, man. Es gibt nicht so einen grossen Unterschied. Es ist nicht wie Marshall, Eminem und Slim Shady, weißt du, wo drei verschiedene Personen sind mittlerweile. Bei mir ist der gleiche Quadratkopf in beiden Fällen, bro. Ja. Also gut. Schau, ich habe da so einfach so 23 Stichwörter mir aufgeschrieben. Hä? Habe ich gesehen von den anderen. Kennst du? Also gut. Ein bisschen abgeändert. Ein, zwei Sachen sind gleich, aber so ein bisschen noch auf dich angepasst. Mhm. Kannst du mal die Zahl zeigen? Schau mal, was falsch ist. 9. KV-Lehr ist für mich gewesen. Also wie war es für dich gewesen? So, das wäre eigentlich so. Ich habe keine. Krasse Frage. Also ich habe keine Lehre gemacht, so per se. Nein. Weil. Also, der Teil von meiner Ausbildung habe ich die Welsche gemacht, also das Kanton Jura. Und dort ist es ja so, dass du entweder eine Lehre machst oder ins Gymi gehst oder in einer KV-Schule. Und an der KV-Schule kannst du die Matur zusammen tun. Ja. Oder? Und das habe ich gemacht eigentlich. Ja. Ja. Und wie war das? Würdest du es wieder machen? Ja. Ja. Fix. Ich weiß, wie geil war. Weil ich gute Noten kann, ohne zu lernen. Ja. Ich habe so viel gamed in dieser Zeit. Ey. Und sonst bin ich rausgegangen, Basketball gespielt und so. Also eigentlich recht entspannte Zeit. Ja, voll. Ja, immer gute Noten gehabt, nie etwas gelernt daheim. Aber ich habe vielleicht auch coole Lehrer, die es mega interessant gemacht haben. Weißt? Und dann habe ich voll closed und aufgenommen. Weißt? Ja. Vielleicht ist das. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Aber lernen für die Schule. Ich sage nicht, dass ihr nicht lernen solltet, aber ja, ich habe Glück gehabt, sagen wir so. Ja, voll. Ja. Das war eine geile Zeit. Ja. Wie fest hat denn Musik schon eine Rolle gespielt? Oder hast du dort schon aktiv Musik gemacht? Extrem. Also, ich habe dort schon geschrieben, ein bisschen aufgenommen und so, aber nicht seriös, weißt du? Ja. Aber zum Beispiel eben beim Französischen, ich habe eh müssen, also für, wir haben da Literatur gehabt, weißt du? Und ich musste auch so Textanalysen und so machen von Schriftstellern, wie zum Beispiel Reimschemen waren,
sonst Metapher, die erklären und die Multisilben und so, warum die so gemacht so sind und so. Und das habe ich gut können. Ja. Und das hat mich fix extrem beeinflusst beim Schreiben. Ja. Ja, und auch eben der Wortschatz, den ich auf Französisch habe, ist enorm. Enorm. Ja. Aber dort war ja schon, ich rappe, ich bin oder wird Rapper so. Oder ist denn noch nicht ja, so? Ja, ich habe gerappt, aber nichts richtig so angebracht und so. Vor allem in dieser Zeit ist Studio zu gehen teuer gewesen. Ja. Weißt du? Also das günstigste, was du gefunden hast, ist eine Stunde 50 Stutz oder so, weißt du? Und dort bist du in der Schule, machst keine Lehre. Eben. Du hast fast kein Geld, Kollege, wo willst du Musik machen? Und auch mit dem USB-Mikrofon von SingStar auf deinem Laptop machen, da war auch nicht geil. Nein. Ja, darum nicht so viel gemacht dort, ehrlich gesagt. Ich habe erst wirklich angefangen, so seriöses Studio ganz so im 2016, 17, nein, 16. Okay, krass. Ja, voll. Krass. Hätte ich nicht. Also eigentlich erst, wo du nach Zürich umeinander warst? Ja, voll. Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber eben aus Kostengründen halt. Ja. Ja, Musik machen ist eine Tür. Sonst, jetzt mal abgesehen vom Geld, hat man Möglichkeiten gehabt, so Jura umeinander? Ja, ja. Das schon? Ja, ja. Etwas Geld gehabt, fix. Ja. Du hast ein paar gute Studios gehabt. Dort, ja. Okay. Ja. Bin auch schon ein paar Mal gegangen und so, weißt du, aber hat nicht gelangt. Ja. Ja, überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ja, so ist es. Habe ich das 9 gut beantwortet. Perfekt, cool. Darfst du gerne nochmal eine sagen. Also, 1 bis 23 hast du gesagt, oder? Aha. Wieso 23? Pff, wegen Illuminaten und so. Nein. Aha, nicht wegen nice. Jordan oder so. Ah, so. Nein, gar nicht. Ich habe einfach mal ein paar aufgeschrieben und jetzt sind es 23. Vielleicht. Ah, okay. Vielleicht sind es nächstes Mal 24 oder nur noch 20, was weiß ich. So. Okay, okay. Ganz ja, easy. Mal 11. 11. Ekel. 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 Wie meinst du? Etwas, wo dich ekelt. Aha. So. Aha, ja, das geht's, ja. Das geht's. Look, sobald, keine Ahnung, irgendetwas bist oder hast oder machst und das tut niemandem schade oder so, ich finde, man sollte dich in Ruhe lassen und fertig. Weißt. Darum häkelt mich aber Xenophobie, Rassismus, Homophobie und das Ganze, wo einfach Leute tut, ja, stören, man, wie sie etwas sind. Weißt? Mhm. Das fühle ich voll neu, das ekelt mich. Ja. Mhm. Ja, weil das habe ich auch selber erlebt, so, weißt? Ich bin eigentlich ein Flüchtling, weißt, vom Jugoslawienkrieg und ja, also ich bin ins Tessin gekommen und dort ist, glaube ich, recht rechts, so politisch die Leute. Nein. Und ich habe schon ein paar Sachen erlebt, die nicht geil sind. Schon? Ja. Also bist du noch in Kosovo geboren, in dem Fall? Ja, ja. Ja, und schon in der Schule, Mann. Schon in der Schule, komischerweise von der Klasse, wo ich war, es waren etwa 5-6 Ausländer gewesen. Und genau die Ausländer hatten schlechte Noten gehabt. Und die Lehrerin hat die Noten gegeben. Ja. Wir haben keinen Test gemacht oder so dort, weißt. Ich habe Lehrer gewechselt, ich hatte keine Note unter einem 5 gehabt, verstehst du? Und der wird dort nie gelernt. Also, Schule hat mich nicht interessiert, wegen die erste Lehrerin, die ich kann. Und dann, als ich das erste Semester gesehen habe, die Note, ich so, oh, wow, okay. Nein, Schule ist doch geil. Ja, ja das zum Beispiel. Oder sonst, als ich am Anfang da in Kanton Zürich war, jeder Mann war viel mal kontrolliert worden von Bullen, Alter. Weil ich halt ein Ausländergesicht dann wahrscheinlich. Und das finde ich nicht geil, Mann. Das finde ich nicht geil. Ich bin betroffen worden, weißt du, vom Diskriminieren halt. Ja. Und sobald jemand diskriminiert wird, ich muss dahinter stehen, Mann. Vor allem, wenn er nichts macht anderen Leuten, weißt du. Hast du das so im Tessin in der Schule schon aktiv gecheckt, ey, das ist, weil ich Ausländer bin? Oder? Ja, schon. Ja, ja, schon ein bisschen. Ja, vor allem merkst du es immer noch heute, man. Die Leute können deinen Nachnamen nicht richtig sagen und
versuchen und dann lachen. So, Alter, was ist lustig? An meinem Nachnamen, weißt du? Ja. Aber das ist so absurd eigentlich. Ja, schon. 2020 haben wir immer noch die Probleme, Mann. Ja. Auch im Fußball, Alter. Schwarze, Mann, die tun mir sehr leid, Kollegen, Mann. Die werden eine Banane geworfen und sonst beleidigt und so. In Italien, Alter. Oh. Voll übertrieben dort unten. Mann. Was läuft mit euch? Mann? Bro. Komplett. Es ist meine Lieblingsliga eigentlich. Ich bin riesen Milan-Fan und so, aber ich muss sagen, so gewisse Tifoserien, die übertrieben voll, Mann. Die übertrieben voll. Dann selber schwarz und so in der Mannschaft. Weißt du? Unnötig. Aber was ich auch sagen muss, zum Beispiel hat EM, wo noch der Balotelli mitgespielt hat, sobald er einen falschen Dribble gemacht hat, hast du gehört, gerade Italiener voll am Beleidigen, rassistisch, weißt du, so richtig. Und ich so, Bro. Er ja, ist einer von euch, Mann, was läuft. Er ist einer von euch. Und wenn er euch ins Finale gebracht hat und so, ihr habt ihn voll gejubelt und so. Komm, ey. Nein, das verstehe ich nicht. Weißt du, das Trash-Talk, andere Mannschaft fertig machen und so, bin ich voll dabei. Das gibt es in jedem scheiß Sport, Mann. Ja. Zum Beispiel Milan-Inter, Mann, ich sage immer, ja. Inter, was ist für eine Mannschaft, man ist nichts, man ist scheiße und so. Mhm. Aber ich würde mich nie erlauben, sage ja, eure Mannschaft ist voller Ausländer und so, die ist voll scheiße und so, niemals, man, niemals. Ja, das ist eh noch das Nächste im Fußball, Alter. Du hast, also wenn du auf das Ausländer-Ding runterbrichst, wer ist dann nicht Ausländer in den Fußballverein? Das sind ja alle komplett internationale Dinge immer so. Wer ist rein rassig auf der Planet eigentlich? Vielleicht Afrikaner zu Afrika. Die Ironie, ja? Vielleicht die haben sich am wenigsten gemischt mit der Welt. Und genau die sagen wir, sie sind Ausländer. Komm, ey, Bro. Nee. Komm. Nee, weißt du, was ich nicht meine? Nee. Wie hast du sonst grundsätzlich deine Jugendzeit in Tessin gefunden? Wie ist es so dort aufwachsen? Gut. Ist gut. Gut, ich finde Tessin so für. Zum dort arbeiten und das Erwachsene, also als Erwachsene dort leben, ist, glaube ich, nicht so geil. Wege? Da hast du nicht viele Arbeitsstellen und so. Ja. Überhaupt nicht. Und wo habt ihr gewohnt? Ich habe zu Viganello gewohnt. Das ist, es heisst dort Lugano auch. Das ist von der Stadt 5 Minuten zu Fuß. Ja. Haben ihr dort auch schon so krass das Saison-Ding gemerkt? Also, dass halt im Frühling, Sommer, Tausende Schweizer runterkommen ins Tessin und nachher über den Winter, oder ist das nicht so in der Stadt nicht so krass? Ich habe es nicht so gemerkt, weil es mich auch nicht interessiert, was die Leute sind eigentlich. Ja. Ich habe Leute gesehen, laufen, fertig. Ja, mega simpel eigentlich, aber mich hat es nicht so interessiert. Aber was geil ist vom Tessin, für Kinder vor allem, dort wird mega gefordert, dass sie Sport machen. Ja. In jede Form. In jede Form wird sie mega gefordert. Ich meine, mit 6 Jahren alt, ich kann ein kleines Ski fahren. Weißt? Weil die uns wirklich obligatorisch auf Skilager geschickt haben, an das Ski zur Verfügung gestellt, Helm, alles. Weißt? Ja. Und so viel, dass ich weiß, im Kanton Zürich wird das nicht gemacht, zum Beispiel. Nein, es ist freiwillig Skilager. Also bei mir war es zumindest freiwillig, so, wenn du Bock hast, gehst, wenn nicht, dann nicht. Eben. Und das war nicht obligatorisch. Ja. Aber auch die Eltern mussten nicht viel zahlen. Wir hatten so brutales Essen gehabt, die ganze Woche von so einem altes Perli. Oh, die waren so süß gewesen, Mann, ich schwöre. So gut, Mann. Die haben so gut gekocht. Ja, Mann. Und sonst bei Airolo sind wir immer gewesen. Dort hat es noch Naturschnee gehabt, sagen wir so. Damals. Damals. Wo im Februar noch kalt war. Ja. Und ja, ich habe mega positive Erinnerungen vom Tessin. So. Und sonst im Sommer, Sommerferien, Schulferien, wir hatten 3 Monate gehabt. Nicht schlecht. Ja. Aber es ist geil für die Kinder. Ja. Nice. Ja. Und nachher der Jura, das war ein harter Clash nachher gewesen, so. Nein, weil schon von der Sprache her Französisch ist mega ähnlich Italienisch. Ja. Ich habe es nach 6 Monaten geschafft, reden Französisch. Ja. Das, ich denke, heute meine riesen Kopf ist gehabt, früher, jetzt.
Lass ihn. Nein, und geil ist Kanton Jura, auch von der Mentalität allgemein. Die sind auch der letzte Kanton von der Schweiz. Sind auch auf eine Art damals so diskriminiert worden, weil die Franz geredet haben und die haben zu Basel gehört, weißt du? Ja. Und die sind offen einfach. Schön. Sind das aber nicht auch die, die sich vor ein paar Jahren haben wollen, abdingseln von der Schweiz? Das nicht mehr zu der Schweiz? Oder habe ich das jetzt falsch genannt? Ist das nicht mal irgendein Thema gewesen? Das ist Norditalien, die sich an die Schweiz anhängen wollte. Vor ein paar Jahren. Okay. So Lombardei-Region. So Mailand und so. Hätten wir auch genommen, oder? Ja. Okay, ich habe gemeint, bei Jura sei immer das Thema gewesen, die wollen irgendwie nicht mehr zu der Schweiz, die wollen zu Frankreich gehören, was weiß ich. Irgendetwas. Nein, ich denke nicht, dass sie zu Frankreich gehören wollen. Okay. Nicht, dass die also Frankreich nicht gerne haben, aber Frankreich hat so harte Probleme, man. Vergiss den. Nein, Jura hat sich, das sind ein paar Regionen vom Jura, die zu Bern noch gehören. Okay. Genau. Und an dem sagst du aber der bernische, also der Berner Jura. Ja. Da ist Moutier drin. Das ist ein paar Teile und so. Und die haben da wirklich abgestimmt, dass die Teile auch zum Kanton Jura gehören und nicht mehr Bern. Und das Abstimmen ist durchgekommen, aber es ist nicht umgesetzt worden. Und darum hat es voll. Eben. Die Leute sind voll gehackelt worden eigentlich von dem. Ja. Ja. Finde ich nicht cool. Wenn das Volk bestimmt hat, das muss so sein, dann muss es so sein. Ja, logisch. Ja. Und das ist jetzt immer noch so, oder was? Ist jetzt immer noch Bern? Ja, Bürokratie in der Schweiz geht lang. Ja. Nicht so lang wie in anderen Ländern, aber immerhin. Ja. Braucht es viel. Braucht es viel Zeit. Und eben, bis das Sachen umgesetzt werden. Gewisse Gesetze kann bis zu 60 Jahre dauern, dass die umgesetzt werden. Weißt du? Ja. Darum. Was willst du machen? Was hat es dir denn grundsätzlich besser gefallen? So? Jura oder Tessin? Zürich. Oder Zürich dann? Logisch. Ja. Also, der, der Zürich hatet. Ich weiß nicht, Mann. Zürich. Es ist, glaube ich, wirklich der Kanton für mich eigentlich. Da sind so viele Kulturen, die untereinander leben, ohne Probleme. Da ist alles da. Wenn du etwas brauchst, du hast es in Zürich. Fix, du hast es. Du wirst es finden. Ja. Zum Arbeiten, geil. Ja, es ist City, aber wenn du außerhalb von der City willst, schwere schnell. So. Bist schwere schnell, hast immer noch alles, was du brauchst. Das ist geil, Mann. Ja, das ist ja der beste Kanton in der Schweiz. Für mich. Für mich. Und ich bin nicht ursprünglich von da. Ja. Aber ich bin. Und du hast ja noch zwei, drei andere gesehen, oder? Ja, aber ich bin real, Mann. Und ich sage, jeder Kanton ist das schlechte Zürich. Hey, ich kann es nicht sagen, ich kenne vom Wohnen her keinen anderen Kanton. So. Kein Plan. Ja, du bist von Kind gut daran gewöhnt. Ja. Eben, ich habe keine Ahnung, wie es in anderen ist, aber. Eben, du hast alles, was du brauchst. Also. Ja. Tipptopp. Ja. Ja, wahrscheinlich hast du auch deine Leute da seit langem. Ja, ja. Was willst du mehr? Voll. Plus, du hast die in Zürich. Ist so, Mann. Ja. Sag mal nochmal eine Zahl, komm. Eine Zahl nochmal, ja. 6. Was hasse ich an der Schweiz? Wenn wir gerade schon mit dem Thema Schweiz sind. All Kantone aus Nein, okay. gut, ich glaube, ein paar Punkte habe ich schon erwähnt. Dass gewisse Gesetze sehr langsam umgesetzt werden. Aber kann ich auch verstehen. So, was kannst du an der Schweiz hassen? Ganz ehrlich. Ja, es ist natürlich schon mal alles Maker auf höherem Niveau. Alles, was man kritisiert so. Weil es ist eigentlich in fast allen Punkten auf sehr höherem Niveau oder besser als in anderen Ländern. Mm-hmm. Ja. Mann, du könntest sicher sagen, ja, in anderen Ländern haben sie zum Beispiel so das ganze Sozialstaatsszene besser gelöst. Wenn du so nordische Länder anschaust oder so, wir müssen da für jeden Scheiß recht viel zahlen. Aber gut, ist es tatsächlich so dort? Weil die haben sicher andere Probleme. Das kann nicht sein. Die zahlen einfach mehr Steuern.
Ja. Bei denen geht die Hälfte vom Lohn ist einfach mal steuern. Ja, wahre geil. Und dann dafür ist sonst alles dabei. Ich glaube, Prostituierte gibt weniger ab als Leute, die Steuern in Schweden zahlen. Ja. 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 Ja, eben, es hat halt das im Preis dort. So. Ja, ganz zum Beispiel der Buba ist Franz-Rapper. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Genau. Millionäre müssen in Frankreich 75% abgeben an Steuern. Ja. Und er wohnt nicht mehr dort, Mann. Also, wieso, Mann? Wieso? Weißt du, es ist mein Geld, Mann. Ich bin dafür, dass wir zahlen und so, logisch. Aber vor allem Franzosen sehen nichts davon. Also wird nichts besser jetzt in dem Land. Und, ja, und du siehst also Minister und so, die so viel verdienen. Jedes Mal, wo sie irgendwo rausfahren, haben sie zwei Bullen vorne, hinten. Das kostet auch, Kollegen, Mann. Und das wird mit den Steuern gezahlt von Leuten, die halt eben Millionär werden. Du musst nicht denken, es ist ein Chillen-Alter. Gell? Also die haben sich schon mehrere Monate mit 2 Stunden Schlafen in der Nacht gemacht und so. Weißt, die Leute, die so euch erreicht haben. Und dann noch die, die aufstehen, um zu arbeiten für 1200 Euro. Mann. Das ist eine Beleidigung, Alter. Das hat niemand verdient, Mann. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Egal welcher Beruf es ist, man. Du hast dir nicht verdient, so wenig zu verdienen. Ja. Das hasse ich an der Schweiz. Nein. Ich finde, es gibt nicht viel zum Hassen. Also die Rechtspolitik, weil könnten wir ein bisschen also nicht so promoten. Aber es haltet sich echt noch in Grenzen. Du findest, es ist. Also, okay, weißt, es braucht paar beides. Mal, es braucht paar beides. Ein paar Mal die übertrieben schon, Mann. So SVP und so. Logisch. Aber es ist auch viel einfach. Die eine davon, Promo, so. Frauenfeld, mit ihrer Bildkampagne mit dem Sturmgewehr 57, Bro. Wenn wir darüber reden. die ist zu viel gewesen. Die ist hart, Mann. Ich habe das Gefühl, die geht in einer Schule schiessen jetzt oder so, ja, Mann. Recht makaber. Das ist krank, Alter. Ja. Und vor allem noch mit dem Slogan, mit dem Ey. Was ist irgendwie zielorientiert? Ja. Sie wird Ausländer jagen, Kollege. Ja, das ist schon recht mies. Nein, ich verstehe das auch gar nicht. Aber wiederum, SVP checkt schon, Alter. So Promo machen und so, weißt du, das checken die schon. Da sind die schon ganz gut drin. Ja. So. Auch mit den Medien, die unterstützt und so. Ja. Aber weißt du, ich würde auch nicht sagen, ja, normal, ich finde das auch gar nicht. Alles, was rechts ist und so, ficken euch, aber es braucht es auch, weißt du. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich will SVP verbieten. Irgendwie, es braucht ein bisschen ein Gleichgewicht. Es braucht die Konservativen, es braucht die Linken, die Sozialen. Es braucht immer ein Paradebeispiel, von was du nicht machen sollst. Da schon. Ja. Da haben wir die SVP. Ja, voll. Danke SVP, dass du uns zeigst, was du nicht machen sollst. Oder wie deine Idee sollte sein. Ja, gewisse Sachen sind schon. Die Folge da wird gelöscht von nachher Anzeige und so. Aber ich darf sagen, was ich will. Ja, sicher. Wie sie dürfen Plakate machen. Genau, mit Minarett und Chef so und so. Gewisse Kampagnen sind eben schon viel zu viel gewesen. Oder? Ja, hast du nicht mal die Einzige, irgendeinen random Ausländername, 21 Jahre alt. Vergewaltiger oder ja, so? Ja, voll. Ja, schlimm, was? Ganz mies für die, die so geheißen haben. Ja, und keine andere Partei hat so Plakat gemacht mit Peter 28, pädophile Priest oder so, weißt du? Ja. Das machst du nicht, Mann. Weißt du nicht mehr? Das machst du nicht. Obwohl es gibt. Aber Hank, da sind Kinder, die vorbeilaufen und so. Nee. Tun sie ein bisschen weg von dem, von der dreckigen Erwachsenenwelt, wo wir gestaltet eigentlich. Ja. Ich habe es gerade letztes Mal mit Kollegen darüber gehabt. Mhm. Eigentlich hure krass, dass wir in der Schweiz einfach mal so auf Religionsfreiheit gehackt haben und das Minarettverbot durchziehen konnten. Das habe ich eigentlich noch recht heavy gefunden, wenn du das zwei mal so überlässt. Ja? Zwei Sachen. Also Minarette bauen einfach. Ich glaube, bis das Gesetz durchgekommen ist, weißt du, hast vielleicht einmal eine Anfrage gehabt, weißt, in der ganzen Schweiz. Ja, voll. Ja. Das Ding ist eben so, nur schon wegen dem, also das Gesetz ist eigentlich sehr unnötig, weißt, weil egal was du bauen willst, du brauchst eine Baubewilligung, weißt. Geht das, stört es irgendetwas oder so, und wenn es schon dort scheitert, Mann,
dann wird sich kein Minarett geben. Und zweitens, wegen, aber dann fängt jemand zu singen im Turm und so. Bro, nein. Ich denke, die Moschee da würde respektieren, die voll. Nachtruhe und so. Es würde ganz schnell gehen, da würde gar nicht mehr singen. Im Gegensatz zu einer Kirche, wo du voll klopfen hörst, jede Stunde, egal welche Stunde. Ja. Ja, es ist so. Weißt du, ja, also, keine Ahnung. Mehr. Eben, von dem her, sehr krass eigentlich, dass es, ja, dass das irgendwie durchgeboxt haben. Wo. Ja, und dann hast du angefangen gesehen, Leute in Genf und sonst Städte in der Schweiz, da kann mich noch erinnern. Jemand mit Auto, Fenster offen, kann mega laut laufen lassen, muss sehen, was singt eigentlich, ja, weißt du? Um so zu sagen, machen alle, schauen, dass wir euch voll stören, gehen abstimmen, da gehen, Alter, Mann, hat er nichts zu tun, Mann, weißt du? Das war eine sehr dunkle Zeit. Ja, für mich, wie alt bin ich dort? Ich glaube so 16, 17. Und mich hat es voll ekelt eigentlich, dass wir überhaupt über so etwas diskutieren müssen. Voll. Das war einfach Hasspropaganda gewesen, weißt, ja, gegen Moslem. Ja. Kannst du es vergleichen wie, nein, nicht so in dieser Masse, weißt, aber wie Nazis gemacht haben mit Juden früher. Ich habe das Gefühl, es geht auch wieder in Richtung bei Moslem. Ja. 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 Vor allem schauen, was in Hanau passiert ist. Ja. Das ist so, eben, manchmal sind Türken, Araber und so, die wollen nicht in den Ausgang gehen. Aus eigenen Gründen, viele Leute mit Alk und so dort. Gehen in einer Shisha-Bar ruhig für sich, weißt du. Passiert fast nie etwas in einer Shisha-Bar, so Schlägerei-mässig und so. Bist dort deine Shisha am Rauchen und wird geschossen drin, Mann. Weil du eben Ausländer bist, weißt du? Ja. Oder also beziehungsweise Leute in der Shisha-Bar sind meistens Moslem drin, weißt du? Und eben, wie du Moslem bist, haben wir auf dich geschossen. Das ist eine Katastrophe. Und auch früher Juden, Bro, vor dem Zweiten Weltkrieg, Mann. Du bist Jude. Du zahlst mehr, dies, das, ja, du warst dort in KZ, Kollege. Es ist genau das Gleiche, Mann. Ja, es ist genau, wir müssen nichts Besseres machen. Es ist nach wie vor. In Deutschland, es ist so schlimm, Alter. Vor Hanau, was ist ein halbes Jahr vorher? Ist das mit Halle gsi? Mm. Also du hast regelmäßig hast du einfach so Leute, die komplett durchdrehen. Das ist krank. Ja, also irgendwie, wir sind nicht von der Fehler von der älteren Generation am Lernen, gar nicht. Gar nicht. Ja. Und das ist sehr traurig, Mann. Es hat einfach irgendwie, vor allem in Deutschland, es hat nie aufgehört, das extrem rechte Denken. Das ist irgendwie, nach wie vor ist das einfach immer noch umeinander. Und jetzt wieder ein bisschen populärer geworden, so mit so Parteien wie AfD und so, aber es ist irgendwie nie wirklich AfD wegsehen. Ist auch mit Schuld an der Schüsserei. Fix, du kannst mir sagen, was du willst. Ja. Wir sind auch, sogar mehr Schuld, als der, was gemacht hat. Wir sind die Leute motiviert mit ihrer Kampagne. Ja. Ich glaube auch. Äußert euch über eure rassistische Meinung. Es ist so, Mann. Der Chef von AfD kann sagen, was er will mit seinem Fake-Smile, Alter. Er hat den Box in die Nase verdient, Alter. Wie der andere, der geschossen hat. Aber so ein richtiger grusiger Alter mit Kraft und Wut für mich. Und dass er überhaupt noch sich in den Spiegel anschauen kann, ist traurig, Alter. Aber eben, es sind nicht nur AfD, es sind auch Leute wie der Trump und alles. Die haben einfach rechts, konservativ, rassistisch Trump, denken wieder salonfähig gemacht. So. Bro, Trump hat nichts, wirklich grundsätzlich hat er nichts gegen Ausländer, Bro. Er hasst arme Leute eigentlich. Ja. Das hat Dave Chappelle gut zusammengefasst in einer seiner Shows. Er schaut abstimmen. Ja. Und dann hat er wirklich halt eine Redneck-Reihe gesehen von Leuten, die abstimmen sind. Er wohnt recht in einem White People Cafe, sagen wir so. Dann habe ich so, okay. Dann habe ich dann Leute gefragt, wieso wählt ihr Trump und so. Dann, ja, es wird sich alles für uns ändern. Schwarze nehmen uns alles weg und so. Und er, okay, ja, erzähl weiter. Ja. Dann hat er gesagt, ey, ihr tut mir eigentlich noch mehr leid als schwarze Mexikaner und so. Der Trump gibt einen Fick auf euch, Mann, weil ihr arm seid, fertig. Ja. Ich sag, Brock, ist er aus dem Knast gegangen, weißt du?
Aber wäre ich dort in den Knast gewesen, meinst du, hat der Trump etwas gemacht für mich, alter Kollege? Fuck that, man. Er hat voll auf mich geschissen, Alter. Ja. Aber ja, eben. Er ist nicht Rassist, der Trump. Siehst du ja, mit den Scheichen Bilder gemacht und so. Man, ihm interessiert nur der. Er wird Monopoly spielen mit dem Land. Aber trotzdem, Trump ist nicht Rassist. Aber trotzdem hat er so die konservative, rassistische Kultur wieder gefördert. Ja, gut. Aber populär auch, gemacht auch. Ja, so. Gut. Unter anderem. Oder auch extrem frauenfeindlich ist er fix. Nein. Und sonst, eben, sonst noch Sachen. Nein. Er ist schlimm, Mann. Er ist schwer schlimm. Aber eben, das sind alles so Sachen, die bei uns so ein bisschen... Hey, es ist irgendwie ist es wieder ein bisschen cool, rechts zu sein, so, weißt? Eben, es ist halt so voll wieder aufgekommen. Das sind halt auch er, AfD, das sind alles Leute, die dazu beitragen, dass es irgendwie wieder ein bisschen cool ist. Ja, rechts in Brasilien, so. Der Bolsonaro ist auch mega rechts. Voll, voll. Und wird er rasiert die Hälfte von der Planetenlunge, weißt? Also, ich weiß nicht, wie... Aber das ist so seit 2-3 Jahren, wenn wirklich so eine rechtspopulistische Welle wieder am Ufer kommt. Ich frage mich, warum, Alter? Wo haben wir wieder versagt? Ja. Wo hat die Menschheit wieder versagt? Wieder mal, Kollege. Langsam lange Zeit. Mach mich hure fertig, Alter. Ja, es ist so, ja. Von wo ist der Aufwand wieder gekommen? Weil irgendjemand muss ja Angst haben, was weiß ich, irgendwo muss der Nährboden wieder da sein. Wahrscheinlich wegen so IS und Terrorattacken, Bro. Ja. Aber das sind... Dann Flüchtlingsströme und was weiß ich. Ja, aber von wo kommen die Flüchtlinge, Bro? Ja, klar. Von Waffen, die wir exportieren und sonst Geheimeinheiten, die wir schicken, um überall rumzuballern. Also, du kannst nicht einen Bumerang werfen und dann merkst du plötzlich, der kommt dir voll in die Fresse und sagst, ein scheiß Bumerang, weißt du, bist schuld, Alter. Ja. Ich meine, Schweiz ist mega neutral, gell? Extrem neutral. Die machen so viel Geld an Waffenexport, Mann. Und die vom Parlament, die gesagt haben, ja, zu Waffenexport, sind mega viele vom SVP und so schon welche andere Abteilung ist gewesen. Ja, FDP hat sicher FDP auch Geld verdient. Ja. FDP und SVP voll dabei. Ja, exportieren wir Waffen. Ja. Aber das ist wenn man sich so ein bisschen mit der Schweizer Geschichte auseinandersetzt, die Schweizer Neutralität, die predigt wird, ist schon immer ein bisschen mehr Schein als Sein. So eben, es ist halt so indirekt neutral. So hindurch macht man dann schon seine Geschäfte und alles. Da schaut man schon. Gold vom Nachbarn, ja, das nehmen wir schon. Was so Sachen, das ist schon, ja, wenn man sich eigentlich wirklich so damit befasst, ist schon recht heavy. Ja, eben, wieso, was soll ich sagen, die anderen Welt, die Politiker, wir Volk, also einzelne Personen könnten nichts machen, Mann. Und wiederum, ich sage, man, egal in welchem Bereich, all zusammen sind wir stärker, Mann. Ja, fix. Sex, gegen Regierung, im Musikbusiness oder so. Schau, das ist etwas, was ich wirklich wichtig finde. Tun wir uns zusammen, Leute, weißt du? Das ist etwas, was mir mega ins Herz kommt, eigentlich. Tun wir uns zusammen. Ja. Egal, ob ich dich kann oder nicht, wir müssen wirklich einen Versuch geben an das, weißt du? An der Unity. Mega wichtiger Wert im Hip-Hop, übrigens. Ja. Ja, man. Um das geht meine Message. Voll. Hey, warte schon, ich nehme dir noch etwas zum Trinken. Ich bin voll am Trinken. Hey, sicher, nimm. Sag doch einfach etwas, was willst du? Ich nehme... Ich habe nochmal ein Mikro-Eistee im Schrank, sonst. Ich nehme das Wasser da. Die sieht recht fresh aus. Also das gut. Das kannst du wegschneiden, denke ich. Wir sind wieder da. Ey. Ja? Sag mir nochmal Zahl. Schön, sind wir am Schluss dann doch wieder auf die Schweiz gekommen. Ich also dachte, okay, was hasse ich an der Schweiz, ist die Ausgangsvoraussetzung. Aber am Schluss haben wir dann einen Haken nochmal gefunden auf die Schweiz. Schule. Ja. Aber ich bin froh, meine Mama ist da immigriert halt. Ja. Aber beschäftigst du dich viel mit so Themen, was wir jetzt gerade so besprochen haben? Beschäftigen würde ich mich nicht unbedingt, aber es kommt dir auf Fresse die ganze Zeit, weißt du? Ja. Dort wird jemand erschossen.
der Politiker oder der sagen das, irgendwann muss er reagieren, Mann. Weißt du? Sonst, ja, ich denke nicht, dass ich ein riesiges Gewicht dann im Ganzen, weißt du, aber vielleicht bin ich der Spark bei jemandem, der eben dann das ändert. Ja, voll. Weißt du? Voll. Sag mal nochmal zwei. 3, habe ich schon gesagt. 3 ist Walliselle. Walliselle, hey! Was willst du wissen von Walliselle? Was alt ist von Walliselle? Es ist mein Zuhause, Mann. Ich bin ja dort seit 9 Jahren. Also ich habe mir dort gewohnt in der Deutschschweiz, in Zürich. Ja, Walliselle ist ein Ort, wo ich meine besten Kollegen habe. Ich wohne dort. Ich habe dank Walliselle, also dort, wo ich wohne, 15 Minuten Arbeitsweg mit dem FH. Was willst du meinen? Bro, ist geil. Ist geil. Wir haben den Body, wir haben geile Grillplätze. Gute Momente gehabt mit den Jungs dort. Ja. Walliselle. Müsstest du nicht woanders wohnen? Dann? Nein. Nein. Also aus anderen Gründen müsste ich weg, aber sonst. Das ist ein guter Ort zum Wohnen. Ja. Easy. So, willst du andere Zahlen noch oder Walliselle? Ich sag dir sonst noch, etwas, was ich da aufgeschrieben habe. Aha. Was würdest du jungen Musikschaffenden auf den Weg geben? Also, schauen, dass ihr immer einen guten Mix und Master habt. Und zudem muss ja auch, dass ihr dedicated sind an dem, weißt, dass ihr wirklich nicht ein Scheiß lebt unbedingt, weißt, aber dass ihr es so gut, wie ihr könnt, machen möchtet. Und vor allem versucht wirklich so einzigartig zu sein und denkt mehr mit dem Herz als mit dem Kopf bei Musik machen. Das wird ihr wirklich auf den Weg geben. Und ja, er findet nicht eine Person oder so, sind euch selber, weißt du? Mein, wenn du ein rich kid bist, tatsächlich, und über Geld rappst und so, ich werde es dir glauben wahrscheinlich, weil es tatsächlich so ist. Aber lüge nicht, man. Weißt du, lüge nicht auf A-Tracks. Lüge nicht. Oder wenn ihr Geschichten erzählt, schaut, dass es so wirklich Geschichten, die ihr gehört habt, sind, dass wir auch wissen. Lüget nicht einfach. Lüget die Hauptmessage, lüget nicht. Lüget nicht! Einfach real bleiben, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ist wichtig. Ist ja, wichtig. Normal, fix. Mein, so wie. Ich nehme das Snoop als Beispiel. Bring mir einen Rapper, der ähnlich ist wie er. Du musst nicht suchen. Es hat nicht, Bro. Es hat nicht. Ja. Der Snoop ist der Snoop, fertig. Er ist einzigartig, weißt du? Warum? Er ist sich selber, Mann. Es gibt nicht Snoop und sonst seine andere Personen. Er ist, was er auf die Tracks ist. Na ja, voll. Fertig. Und das sind 30, 40 Jahre so einfach. Oh ja, Mann. Er ist auch langsam alt, Kollege. Ja, Mann. Mhm. Etwas will ich noch wissen. Mhm. Bist du so ein spiritueller Mensch? Weil du... Ja, erzähl. Du bist eben sehr so positiv und so eigentlich weg vom Negativen, was weiß ich. Und darum habe ich mir vielleicht eigentlich vielleicht so ein bisschen, glaubst du, oder? Nein, es ist eher so eine Einstellungssache, weißt, weil ja. Ich habe schon so viel Negatives erlebt in meinem Leben. Und ich muss nicht mehr davon haben, weißt, und jetzt, wenn ich so, ja, selbstständige Person bin, so ich, also ich eigene Person auch, so, weißt du? Ich muss nicht mit Negativität zu tun haben. Oder ich muss mich nicht darum kümmern, weißt du? Gar nicht. Und wenn ich merke, aber ist ja dem konfrontiert, dann hilfe ich schon, man, weißt du? Wieso soll ich nicht? Ja. Auch nur jemanden zuhören, weißt du? Hilft schon mega. Voll. Hilft schon mega. Voll. Auch wenn du nichts sagst, man. Aber wenn du einfach umarmst am Schluss, Mann, das bringt viel mehr als komplett draufschießen, weißt du? Ja,
Ich finde, positive Einstellung, ich weiß nicht, man, ob ich unbedingt die ganze Zeit habe, wenn wir ehrlich sind. Aber, ja. Ja, du musst sie auch nicht die ganze Zeit haben, aber einfach so das grundsätzliche Mind, also weißt du, einfach grundsätzlich positiv, normal. Jeder hat mal einen Scheißtag und ist angeschissen, was weiß ich, aber. Aber ich glaube momentan, also seit 3-4 Jahren, ich bin so in einer Phase in meinem Leben, wo ich so viel Gutes habe, weißt du, dass das Negative mich nicht so hart oder zu lang trifft, weißt du. Ich glaube, ich wegen dem, weil ich wie vieles gesegnet bin. Wenn, ja, es ist so, Mann. Ja. Es ist so. Mein Leben ist schön, Mann, gerade. Weißt du, ja. Nachher, wenn mal negativ, dann kannst du selber Musik abladen, oder? Ja, 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 es ist ein riesen Ventil eigentlich für mich. Ja. Und sonst, eben mit dem Alter und mit der Erfahrung im Leben, ich kann es besser handeln, jetzt weißt du, als früher. Ja. Also die wichtigen Sachen, weißt du. Jetzt, ja, die Musiksachen und so. Dort bin ich schnell eine Story machen, aber sonst, ja. Ja, das ist doch gut, Mann. Ich würde sagen, wir sind soweit. Haben es geschafft. Wie lange haben wir gemacht? Gute Stunde. Ach schon? Stunde, schön. Ich hatte dann 20 Minuten gesehen. Okay, cool. Nein, ist gut, Mann. Ich glaube, es ist gut. Danke vielmals, dass du da warst. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Und ja, willst du noch etwas sagen? Darfst du gerne noch. Loset M Plus Podcast. Loset Grey Musik vor allem. Grey, ja. Grey. Sonst, soll ich sagen. Shoutout all, wo loset, aus der Deutschschweiz überall. Shoutout meiner Mom. Shoutout jeder, der sich setzen will in Musik, Schweizer Musik. Wir müssen alles zusammen machen, Leute. Ja, eben, nochmal Unity. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Gehen aufeinander zu. Ja, der Bro, voll der cheesy Outro habe ich gemacht. Nein, aber ist schon wichtig für mich. Schwere wichtig. Schwere. Ab und zu ich bin mega corny, Alter, aber egal. Egal. Also, man, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst.